Ja, dann begrüße ich Sie sehr herzlich zum Panel Das Einfache, das schwer zu machen ist, zur Renaissance des Lehrstücks. Ich begrüße erstmal meine Panelisten. Das ist ganz hinten Jürgen Kuttner. Jürgen Kuttner ist ganz viel, unter anderem promovierter Kulturwissenschaftler, Regisseur, Moderator, demnächst auch Festivalleiter, nämlich vor den Augsburger Brecht-Tagen, zusammen mit Tom Kühnel, mit dem ihn seit langem eine Arbeitsbeziehung verbindet, mit der sie nämlich sowas machen, was im entfernten Sinne auch Lehrstücke sind gelegentlich. Den Begriff werden wir gleich noch ein bisschen deutlicher erläutern. Daneben sitzt Ulf Schmidt. Ulf Schmidt ist Dramatiker, ist auch Postdramatiker. Unter dem Blog hat er lange, geschrieben, hat Stücke geschrieben, die sehr komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge aufzudröseln versuchen, herunterzubrechen auf verständliche Lehren oder auch nicht. Ne? Also soweit das möglich ist. Daneben ist Nina Tecklenburg, Mitbegründerin von dem Performance-Kollektiv Interurbank, Theaterwissenschaftlerin, Promovierte und Performerin. Dann haben wir hier Annette Gröschner. Annette Gröschner ist auch vieles, unter anderem Autorin, Dramatikerin, Mitperformerin bei Shishi Pop, an deren letzten Stück Oratorium sie auch dramaturgisch mitgearbeitet hat. Eine der zentralen Erzählungen dieses Stücks, das sich um Eigentum handelt, ist von ihr. Ja, und ich bin Esther Slevogt nach kritik.de. Wir haben festgestellt, oder in den Gesprächen, die hier zum Programm geführt haben, ist uns irgendwie aufgefallen, wenn man sagt, ein zentrales Merkmal der Digitalisierung ist die Komplexität, dass nämlich alles gleichzeitig passiert. Muss ich kurz einen Schluck trinken, damit ich hier weiterreden kann. Entschuldigung. Ein Merkmal, eben, dass alles gleichzeitig passiert, alles immer undurchsichtiger wird. Gleichzeitig wachsen die Bedürfnisse nach Antworten, nach auch Werkzeug, das zu verstehen, was passiert. Und da ist eben das Lehrstück auch mit seinem partizipativen Ansatz in den letzten Jahren unserer Beobachtung zufolge zu einer neuen Renaissance gelangt, das schon mal in unübersichtlichen Zeiten entstanden ist, nämlich in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Aber bevor wir jetzt in Medias Res gehen, wollte ich ein bisschen Videomaterial zeigen, um einmal Ihnen ein bisschen einen Geschmack zu geben über die Art der Arbeiten, die wir jetzt hier verhandeln werden. Ich wollte das gleich verbinden mit einem kleinen Spiel, um mal auch zu verdeutlichen, wie die vorgehen, diese Arbeiten. Und zwar würde ich hier auf dem Podium diejenigen bitten, für die sie hier sitzen, dann kurz aufzustehen, wenn die kommt im Film. Gleichzeitig im Publikum diejenigen, die das gesehen haben, aufstehen, wenn sie das gesehen haben. Und sich, ne? Und dann haben wir nämlich gleich schon mal eine statistische Übersicht, worüber wir hier eigentlich mit wem reden können. Ja? Also, Film ab, bitte. Nimmst du einfach das Auto und fährst einfach los und du drückst einfach mal das Gaspedal runter und guckst mal, was so drin ist in der Kiste und dann schaust du mal, wo das hinrast. Wir müssen solidarisch sein. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle immer so schnell sind wie wir. Hundeblick, ne? Dann denkt man, der ist jetzt lieb, der möchte gestreichelt werden. Haben Sie schon mal gesehen, dass Hunde untereinander sich so einen Hundeblick zuwerfen? Da macht man das nicht und hält die Hand hin und zack, ist sie drin. Ja? Wenn man sich jetzt mal so vorstellt, wir wären so Ich wusste früher immer, wo es lang geht, in der DDR. Ich wusste, wer ich bin. Nicht, dass ich mir das zurückwünschen würde. Wir hatten ein Leben, ein ruhiges. Wir hatten alles, was wir brauchten. Und Freunde. Wegen der Kinder mache ich mir Sorgen. Die leben noch so lang. Deswegen habe ich keine. Fakt ist, wir lassen unser Heimatland verkommen. Das blaue Buch. Ihr findet darin die Gedanken unserer geistigen Vorreiter. Die AfD fordert den sicherheitspolitischen Befreiungsschlag, um den Schutz der Bürger an erste Stelle zu setzen. Danke, nein.
müssen die... hat gesagt, befreit euch von dem Gedanken, dass euch etwas zusteht, dass ihr euch etwas verdient habt und ihr werdet mit dem Denken beginnen können. Ja, vielen Dank. Ich würde mal anfangen mit dem Stück Oratorium, weil das auch explizit im Untertitel den Begriff Lehrstück führt. Inwieweit ist das ein Lehrstück, Annette Groschner? Naja, die Frage ist jetzt zum ein bisschen die Definition des Lehrstücks. Also was auf jeden Fall Teil der Lehrstück-Dramaturgie ist, ist ja, dass es eine Aufhebung gibt zwischen Zuschauerraum und dem, was auf der Bühne passiert, und dass es sozusagen einen Chor gibt und dass es Musik gibt und die sozusagen dieses Stück miteinander verhandeln. Und in dem Sinne ist das, was Shishi Pop macht mit Oratorium, ein Lehrstück. Es gibt ja einen Vorläufer, wie das überhaupt entstanden ist. Das fand ich auch eine interessante Geschichte. Es gab ja dieses Doppelpass-Projekt in Stuttgart, und dort, das war so etwas, was es halt, kennen vielleicht viele, also die freien Gruppen gehen ins Stadt- oder Staatstheater und machen dort etwas. Und es gab dort ein Lehrstück, einige von uns hieß das, wo quasi die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von des Stuttgarter Theaters zusammen mit Shishi Pop ein Lehrstück gemacht haben über Theater. Und das fand ich als Ausgangspunkt interessant, auch wiederum für Oratorium, weil dort schon mal alles ausprobiert worden ist. Also dass im Prinzip jeder von seinem Standpunkt aus in dieses Stück reingegangen ist, in diesen Raum, und verhandelt wurde, was für ein Theater man eigentlich will. Und bei Oratorium geht es eben halt weiter, geht es eben um Eigentum, und innerhalb dieser Gruppe, die in diesem Raum ist, wird halt das Eigentum verhandelt. Und ja, vielleicht so als... Nina Tecklenburg, Interrobang benutzt das Lehrstück ja auch als Analyseformat, also das, um Erkenntnisse über die Gesellschaft zu versammeln oder zu machen, aber auch der Gesellschaft selber zu Erkenntnissen über sich selbst zu verhelfen. Vielleicht wollen Sie das ein bisschen genauer beschreiben. Also das Stück, was wir jetzt gerade gesehen haben, das hatte den Ausgangspunkt, dass man, da ging es um Populismus, und wir wollten gucken, was, ob es dieses typische Zuschauertum, was wir haben, linksliberal, ob das auch für Populismus anfällig ist, beziehungsweise ob wir es irgendwie spalten können. Und alle unsere Stücke haben eigentlich eine Form von Partizipationsmechanismus. Und ich glaube, wenn Sie gerade gesagt haben, wir benutzen das als Analysetool, wir haben keine direkte Referenz zum Lehrstück, im Gegensatz zu Shishi Pop, die jetzt in dem Stück ganz konkret gesagt hat, wir machen mal ein Lehrstück. Ich glaube aber, was es lehrstückhaft macht oder was an diese Tradition anknüpft, ist, dass es in einer Weise einen Raum schafft, wo
alle durch eine Art, wo das Thema erfahrbar wird. Und zugleich aber, wir haben vorhin von kritischer Distanz gesprochen, dass die ja bei sogenannten immersiven Theaterformen angeblich nicht vorhanden ist. Das ist unser Anspruch. Also zu sagen, wir versuchen das in irgendeiner Form im besten Falle gleichzeitig zu erreichen, also einen immersiven oder partizipativen Raum zu finden, in dem man in irgendeiner Form an einem System teilnimmt und gleichzeitig aber mit dem eigenen Verhalten kritisch konfrontiert wird, also vor die eigene Nase gestoßen wird, in Bezug auf das Thema, das verhandelt wird, aber auch in Bezug auf Partizipation an sich, die auch immer Thema ist darin. Und also ich finde das von wegen Lehrstück, was ist das Lehrstück eigentlich oder kommt auf die Definition an? Ich habe nochmal bei Brecht ein ganz tolles Zitat gefunden, das finde ich ganz, ganz bezeichnend, von 1920. Da sagt er, als ich mit der Einfühlung für das epische Theater beim besten Willen nichts mehr anfangen konnte, erfand ich für die Einfühlung noch das Lehrstück. Also Einfühlung, eigentlich wirklich so ein Anti-Brecht-Begriff bei ihm selber, eigentlich so das zentrale Merkmal von Lehrstück. Und zwar Einfühlung natürlich nicht im psychologischen Sinne oder im irgendwie passiv-kontemplativen Sinne wie bei der ästhetischen Illusion und im Illusionstheater, sondern wirklich in so einem handlungsbezogenen Zusammenhang. Also mithandelnd, mitreflektierend, aber irgendwo in diesem Spiel mit drin sein. Und ich glaube, das ist das, was es auch so interessant macht für uns heute und was es aber auch anschließt an, ist natürlich ein ganz besonderes Merkmal für die Kommunikationsbedingungen in neuen Medien, also dann Interaktion und Immersion, Partizipation gleichzeitig zu haben. Das gilt es meines Erachtens in irgendeiner Form zu hinterfragen und indem man sich aber durchaus mit der Krankheit deiner Gegenwart auch infiziert. Und ja. Vielen Dank. Ulf Schmidt. Die Stücke, die Sie machen, sind ja, brechen ja auch komplexe Realitäten runter auf Versuchsanordnungen, die jetzt vielleicht nicht immersiv sind, aber doch anders vorgehen als normale Dramen. Vielleicht erläutern Sie das mal selbst oder du. Was ist denn heute noch ein normales Drama? Das stimmt auch wieder. Wir hatten vor einer Woche geredet als Vorbereitung und ich kriegte die Hausaufgabe, doch mich nochmal mit dem Lehrstück auseinanderzusetzen. Und seitdem habe ich wenig geschlafen und die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ich jetzt Lehrstücke mache oder nicht. Und bin heute Morgen hierher gekommen und habe mir gedacht, ich habe versagt. Ich muss leider zugeben, ich kann es nicht beantworten, ob ich das tue oder nicht. Im Zweifelsfall liegt das Recht für die Marke Lehrstück auch bei den Brechterben. Und ich dürfte mir die wahrscheinlich gar nicht nehmen. Was ich tue, also ich bin anders als die drei Kollegen hier, wenig direkt auf und an der Bühne aktiv. Ich bin kein Theatermacher, ich bin Textmacher. Was mich ein Stück weit schon vom Thema Immersion natürlich wegbringt, insofern als ich eine Immersion vorschlagen kann. Was das Theater dann damit macht, ist eine andere Frage. Ich schätze am Lehrstück sehr den Gedanken, dass nicht in erster Linie das Publikum unbedingt gebildet wird, sondern vielleicht die Spielenden, vielleicht sogar die Regisseure. Das würde ich mir oft wünschen, dass Regisseure mehr Lehrstücke machen. Bin aber trotz alledem, um ein bisschen ernsthafter zu werden, ich würde eigentlich einen Lehrstückbegriff tatsächlich akzeptieren, der weitergefasst ist in der Form, den man vor 5 oder 6 Jahren wahrscheinlich noch gar nicht wirklich akzeptiert hätte wieder in weiten Teilen des Theaters, nämlich das von einem Theater herunter, von der Bühne herunter auf einer Bühne in einem Zuschauerraum eine relativ klare politische Kante gefahren wird. Also ein tatsächlich scharfes politisches Theater, das irgendwie jahrzehntelang so ein bisschen, zumindest in den Stadttheatern, eine randständige Existenz führte, jetzt tatsächlich wieder in den Vordergrund tritt, soweit, dass man tatsächlich auch wieder über das Lehrstück als heutige Form reden kann, finde ich spannend. Und an der Stelle würde ich dann sagen, wenn das quasi eine Schneise ist, über die man redet, in der man arbeitet, dann würde ich in dieser Schneise mitarbeiten. Habe ich die Frage beantwortet oder wolltest du was ganz anderes wissen? Ja, also Jürgen Kuttner, ich würde mal sagen, Sie würden sich wahrscheinlich auch nicht so direkt in das Lehrstück Pattern einordnen wollen. Ach naja, es gibt immer das ist ein missverständlicher Begriff, man begreift dann oft, das war es ja jetzt eben, da würde ich gar nichts gegen sagen, das war ja eher das Belehrstück,
Lehrstück bei Brecht. Ich würde mit diesem Begriff etwas vorsichtiger umgehen. Das ist ja nicht eine Genrebezeichnung oder eine Marke oder irgendwie sowas, sondern das ist ja eigentlich in gewisser Weise ein utopischer Gedanke. Das stammt aus den, wie gesagt, zweiter Hälfte der 20er Jahre, im Grunde der leninistischen Phase von Brecht, in der er eigentlich ein Modell eines zukünftigen Theaters entwickelte, wurzelnd in diesem marxistischen Gedanken einer Arbeit, einer von Arbeitsteilung befreiten Gesellschaft, in der man heute Fischer und morgen Kritiker und übermorgen Maler ist oder sowas. Und daran arbeitet er ja. Und es ist, glaube ich, auch unvermittelbar dieser Brechtsche Gedanke des Lehrstücks, der nach wie vor, finde ich, eine extrem interessante Herausforderung ist. Und wir wissen, was wir als institutionalisiertes Theater kennen. Ich glaube, am Deutschen Theater oder am Berliner Ensemble oder Volksbühne oder was, lässt sich kein Lehrstück machen. Das ist wahrscheinlich eher bei Off-Theatern angesiedelt oder so. Aber die Theorie, der Gedanke, der dahinter steht, ist schon, finde ich, ein extrem interessanter, herausfordernder. Und wir haben den Ausschnitt, den wir hier eben gesehen haben, da aus dem Fatzer, der ja so in der Mitte zwischen Lehrstück und eigentlich dann epischem Theater situiert ist. Hatten wir eigentlich auch diesen Theatertrailer, der aber wenig aussagekräftig ist. Und wir haben ja dann bloß versucht, so punktuell etwas Lehrstückhaftes reinzunehmen, indem das Publikum Texte mitsprechen musste, die sie nicht kannten, die einfach einen so karaoke-mäßig eingeblendet wurden und dann mussten die das sagen und dann mussten die eben auch mal Fotze sagen, erschreckten alle und sowas oder töte ihn oder so eine Geschichten. Ist bei Brecht auch ausgeführt. Man muss den Text, es geht nicht darum, den Text vorher verstanden zu haben, um ihn dann zu präsentieren, sondern ihn 20 Mal sagen. Wenn man ihn nicht verstanden hat, vielleicht lernt man dann was. Es ist ja wirklich ein Lernstück irgendwie auch, dieses Lehrstück. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Gedanke, der dann jetzt am ehesten noch hier bei Shishi Pop zu sehen war. Also das sind so Momente, das Publikum in anderer Weise einzubeziehen. Ist ja auch interessant, dass es in der Übersetzung, die von Brecht gemacht wurde, auch Lernstück heißt. Ja? Also auf Englisch heißt es Lernstück. Und ich glaube, das ist auch der bessere Begriff. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Kuttner, aber für mich waren die Lehrstücke immer sowas, was vorbei war, was sozusagen wirklich dieses Leninistische hatte. Ja? Lehrstück war immer für mich Maßnahme. Und deswegen habe ich auch lange mich nicht damit beschäftigen wollen. Und finde es aber auch interessant, dass es jetzt wieder verhandelt wird. Also gerade in dieser Zeit, also 1930 wird es zum ersten Mal als Begriff genommen. Und letztendlich haben wir wieder so eine Zeit, wo so vieles offen ist und wo was verhandelt werden muss. Und dass es jetzt wieder kommt, finde ich sehr spannend. Wollte ich nur ergänzen, das fand ich auch interessant, dass es wirklich Ende der 20er Jahre entwickelt wird von Brecht. Eigentlich auch eine Entwicklung ist, die abbricht durch den Faschismus. Und er muss ja dann seine Stücke immer im Exil schreiben, ohne Theater, ohne jetzt gewissermaßen tatsächlich Produktionsmöglichkeiten zu haben. Verändert sich das Schreiben. Dann wird das Lehrstück ja eigentlich wieder entdeckt in Mitte der 60er Jahre in der Bundesrepublik, wo es auch so einen gesellschaftlichen Aufbruch gibt. Steinweg schreibt da sein dickes Suhrkamp-Buch mit allen Texten zu Lehrstücken oder sowas. Und dass es jetzt wieder aktuell wird, könnte einen ja hoffnungsvoll stimmen. Also es erzählt vielleicht auch was von einer Zeit, in der dieser Lehrstückgedanke wieder interessant oder relevant scheint. Ja, das war, deswegen haben wir es auch sozusagen auf die Agenda gesetzt und wollten das mal untersuchen und also von euch eben dann auch hören, was ihr für Hoffnungen an dieses Format habt, mit dem ihr experimentiert, zum Beispiel bei Interrobang. Also ich glaube, es geht tatsächlich, wie gesagt, wir haben keine direkte Referenz zum Lehrstück, wir sagen, wir machen jetzt Lehrstücke, aber ich glaube, das, was uns... Wird das jetzt auch eher unorthodox verwenden wollen, den Begriff, sonst was sind wir hier irgendwie leninistisch. Ja. Also was uns interessiert, ist bestimmte Themen, wir fangen eigentlich immer mit dem Thema an, da, wo ich herkomme, gar nicht so selbstverständlich ist, wird oft mit der Form angefangen. Und wir suchen aber ganz oft Formen, die in irgendeiner Weise dieses Thema anders verhandeln, als wir es im klassischen Theater repräsentativ kennen oder auf einer Bühne repräsentiert. Sondern es geht in irgendeiner Form, wie ich gerade schon gesagt habe, darum ein System zu erfinden. Innovation, weiß ich nicht, ob das Innovation ist, aber unsere Proben sind wahnsinnig langweilig. Also man für Außenstehende, weil da nicht geprobt oder häufig nicht geprobt wird, weil im Zentrum stehen die ZuschauerInnen am Ende. Das heißt, wir erfinden so eine Art partizipative Systeme, wo man hindurchgeht. Das, was
was wir gerade gesehen haben, das ist eins der wenigen Stücke, die tatsächlich frontal funktionieren, also in einem klassischen Bühnenaufbau haben. Das hat eine ganz, ganz einfache Regel, nämlich wenn ich eine Geschichte nicht mehr hören will, dann stehe ich auf und halte mir die Ohren zu. Dann wird dem Redner 2 Sekunden Redezeit abgezogen. Es gibt so einen Timecode und wenn ich es noch länger hören will, dann stehe ich einfach auf. Und es gibt jemanden, der zählt diese Klicks. Und da, was da passiert ist, dass sich die Kontroverse, die verhandelt wird, im Zuschauerraum widerspiegelt und auch populistisch in die Höhe getrieben wird. Also die Zuschauer gegeneinander betteln oder die PerformerInnen herausgefordert werden, indem man die Redezeit verlängert zu einem Thema, was man gar nicht hören will. Was uns hier interessiert hat, war vielleicht als Beispiel, dass Themen miteinander zu verschränken, die ein Dilemma produzieren, also dass ich eine Geschichte habe, da geht es um Sexismus und auf einmal wird es eine rassistische Geschichte oder ich habe was zum Thema Gentrifizierung, auf einmal wird es antisemitisch und die Frage ist dann, wie stimme ich ab im Publikum? Will ich eine Geschichte nicht mehr hören, weil ich den Inhalt nicht hören will oder will ich sie gerade hören auf der Spielebene, weil es interessant ist, jetzt zu gucken, wie die Leute reagieren, wenn sie gerade länger läuft, die Geschichte, die etwas sagt, was völlig political incorrect ist. Also ich glaube, was uns bewegt dabei ist auf eine Weise oder bei all diesen Sachen, die wir machen, in gewisser Weise ja mit an bestimmte Grenzen, die Zuschauer in ihren Handlungen an bestimmte Grenzen zu treiben oder an ihren eigenen vielleicht Handlungssicherheiten zu verunsichern auf eine Weise und damit auch die Gemachtheit dieses Systems, was wir produzieren, zu thematisieren. Also wir haben ein Stück zum Beispiel zum Thema Big Data gemacht, wo wir so eine Art Little Big Data produziert haben und es am Ende darum ging, wie ich selber in digitalen Umgebungen überhaupt Handel, also wie die Zuschauer darauf aufmerksam zu machen, wie sie sich da verhalten. Und verstehe, vielen Dank. Jürgen Kuttmann, und wenn bei Fazza das Publikum sagen soll, tötet ihn, was ist was erhofft ihr euch dann, was der Zuschauer da mitnimmt, sozusagen nach Hause? Ja, nicht, außer dass ich mir vielleicht immer wieder hoffe, dass das Publikum irritiert ist. Ich finde, jetzt im Gegensatz, du hast gesagt, Theater muss jetzt Positionen ergreifen oder sowas. Das Problem ist doch, Mann, das ist Theater. Da gehen Leute hin, die ins Theater gehen. Das ist wie in die Oper hin. Leute gehen in die Oper hin. Das ist eine ganz bestimmte Klientel. Das hat mit dem, was draußen passiert, irgendwie ein relativ wenig zu tun. Und ich finde, Theater ist, und das macht mich dann immer wieder unglücklich, deswegen gehe ich auch relativ selten ins Theater, ist eigentlich immer so Versicherungsanstalt. Also man geht irgendwo hin und sieht sich in dem bestätigt, was man scheiße findet. Dass AfD Kacke ist, das weiß man. Dass Trump ein Idiot ist, das sieht man dann im Theater nochmal. Oder man geht hin, weil man zu faul ist zu lesen und dann kriegt man Josef und seine Brüder in 2 Stunden, dann muss man nicht 6 Wochen den Thomas Mann selber lesen. Das ist so der Punkt. Und ich finde, wenn man es schafft, hin und wieder eine Irritation zu erzeugen, was soll denn das, wenn die Leute sich irgendwie ein bisschen Gedanken machen müssen, dann interessiert mich das immer viel mehr, als jetzt gewissermaßen denen irgendwie eine Message mitzugeben, die sie sowieso schon ins Theater gebracht haben. Das ist ja jetzt irgendwie nicht das Problem. Ich fand es jetzt dann zu, wir haben unabhängig von der Qualität der Inszenierung, wir haben jetzt Umsiedlerinnen da Müller gemacht, wo man dann eben auch die Kritik, was soll denn das, eine nachgeholte Modellaufführung oder DDR, was interessiert denn uns das? Ich freue mich dann, Müller hat ja immer unterschieden zwischen Erfolg und Wirkung, ich freue mich dann über die Wirkung, das hat am 6. April Premiere, ein Stück, das von Bodenreform und Kollektivierung spricht und freue mich jetzt, die Zeit aufzuschlagen und Kevin Kühner zu lesen und auf einmal eine riesen Terror-Kollektivierung. Man hätte ganz einfach aktualisieren können und sagen, das geht um syrische Flüchtlinge, die Umsiedlerinnen, Neubauern, bla bla, wäre eine einfache Übersetzung gewesen. Man hätte sagen können, es geht um die Enteignung der deutschen Wohnen. Aber das interessiert mich dann nicht, jetzt gewissermaßen nochmal Zeitung ins Theater zu tragen, sondern eher, was soll denn das? Ist, also so, das finde ich irgendwie die eigentlich interessante Frage, mit der man aus dem Theater rausziehen sollte. Was wollten die eigentlich von mir? Und sich dann vielleicht irgendwie Gedanken zu machen, was die wollten. Oder zu sagen, dann muss ich jetzt den Fazza nochmal selber lesen. Das habe ich jetzt nicht. Oder Müller nochmal selber lesen, habe ich jetzt nicht verstanden. Verstehe. Ulf. So. Ulf. Aber also das Blaue Wunder in Dresden hat ja schon einen klaren, macht ja klar Wahlkampf jetzt, nicht? Dort in Dresden. Ne? Also wo, wenn man da hinkommt, um sich das Stück anzugehen, man schon auch bei den Plakaten für die Europawahl in Angst und Bange geraten konnte, was da einfach so klingt. Das ist eine Arbeit für Dresden und in Dresden, die von Dresden
quasi angefragt wurde und die ich, glaube ich, woanders auch nicht gemacht hätte. Ich hätte diese Arbeit jetzt nicht in Berlin an der Volksbühne oder sowas gemacht, weil es da klar ist, was du sagst, dass da ein Publikum sitzt, das reingeht, sagt, da gehe ich mal rein, dass die AfD einen auf die Fresse kriegt und auch wieder rausgehe und weiß, cool, dass sie einen auf die Fresse gekriegt hat. Die Dresdner Arbeit hat, ich meine, es gibt in Dresden durchaus ein Publikum und das kommt auch in diese Vorstellung, dass nicht unbedingt mit dem, ich finde es geil, dass sie was auf die Fresse kriegen, reingeht. Und das war eine, das war die Hälfte der Absicht dieses Abends. Die andere Hälfte war von vornherein tatsächlich die Gruppen aus der Stadt, die sich gegen Rechts, gegen Rassismus, gegen Chauvinismus richten, auf die Bühne zu bringen und tatsächlich daraus eine Konfrontation, also eine inhaltliche Konfrontation zu machen, die ein bisschen über das hinausgeht, was du unterstellt hast, glaube ich. Ja, ich so. Vielleicht muss man da zwischendurch nochmal zwischendurch. Ja, ja, das ist auch völlig okay und ich kenne diesen Vorwurf gegenüber dem politischen Theater und ich finde ein politisches Theater, das tatsächlich in sich selbst ruhend aus einer Position herauskommt, diese Position einem Publikum vorstellt, von dem zu unterstellen ist, dass es diese Position auch teilt, auch unfassbar langweilig. Deswegen würde ich auch immer erstmal von der Frage ausgehen, was ist denn das für ein Publikum, mit dem ich es zu tun habe, aber trotz alledem geht es mir auch nicht so sehr darum, meine Message rüberzubringen, sondern tatsächlich eine Fragesituation oder eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung im Publikum zu finden, mit der ich das Gefühl habe, umgehen zu können. Ob das jetzt in Dresden die AfD ist, das Thema lag nah, oder in anderen Städten andere Themen, ist dann nochmal eine andere Frage. Annette Groschner, in dem Oratoriumstück geht es um das Thema Eigentum. Und es werden auch verschiedene Sorten von Eigentümer im Publikum angesprochen, sozusagen sich auch zu positionieren. Inwieweit war das möglich, überhaupt so ein Hau-Publikum oder so ein, was immer so schön gelabelt wird, als linksliberales Publikum überhaupt mit der die Frage so weit aufzurauen, dass dann Konfliktpotenzial entsteht? Und dass es nicht nur ein neckisches Lachen ist, wenn einer sagt, haha, ich habe auch eine Eigentumswohnung. Ne? So. Das Interessante ist ja, das rührt so ein bisschen an den Grundfesten, die wir da auch haben. Ja? Also das fing eigentlich bei uns bei Schubladen an. Da gibt es bei Schubladen, das ist dieses Ost-West-Stück, wo drei Frauen aus dem Osten, drei Frauen aus dem Westen quasi ihre Sozialisation anhand ihrer eigenen Erinnerungen oder ihres eigenen Lebens beschreiben. Und es gibt dann diese Frage, werden wir uns in 10 Jahren noch kennen? Und die Frau, die da sagt, nein. Und eine unserer Performerin hat gesagt, wir wehren uns einfach am Eigentum. Das ist der Unterschied, den wir haben. Und genau das ist jetzt eben da. Es ist jetzt keine Ost-West-Frage unbedingt, obwohl es natürlich den Osten stärker betrifft als den Westen. Aber und das war wirklich auch so ein Punkt bei der Erarbeitung. Und es gibt ja sozusagen bei dem Lehrstück von Oratorium quasi 2 Phasen. Das eine Phase ist die Erarbeitung, wo eben auch diese Texte, die dann später gesprochen werden, gemeinsam mit Delegierten sozusagen erarbeitet werden. Also bei der Phase war ich auch dabei und ich bin hinterher aus diesen Versuchsanordnungen rausgegangen und ich war 3 Tage krank, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt hier extreme Unterschiede und wir werden uns im Alter nicht mehr kennen. Also weil die einen werden sehen, wie sie klarkommen und die anderen werden nichts mehr haben. Und das wird eben auch innerhalb dieses Stückes verhandelt. Und aber wenn ich eben aus Oratorium rausgehe, bin ich auch unzufrieden, bin ich eigentlich auch wütend. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir merken eben, wenn wir in diesem Raum sitzen, und das ist auch von Vorstellung zu Vorstellung unterschiedlich. Ich habe jetzt eine selbst gesehen. Ich bin ja nicht Teil auf der Bühne, sondern habe quasi nur meine Entmietungsgeschichte dazugegeben. Und habe mir jetzt noch eine Vorstellung angeguckt und habe viel mit Shishi Pop gesprochen, die das ja auch überall auf der Welt machen und wo es eben auch eine lange Vorarbeit gibt, wo es Delegierte gibt aus dem jeweiligen Land, die das verhandeln. Und das ist in jedem Land gleichzeitig ähnlich und anders. Ne? Also schon alleine, weil der Eigentumsbegriff was anders ist und weil es weniger Mietwohnungen gibt in Mexiko zum Beispiel. Aber
Letztendlich ist es immer, immer ähnlich. Wir sind, wenn wir da drinnen sitzen, nicht gleich. Und das ist aber auch gut, dass wir das merken. Ne? Aber gleichzeitig gibt es auch keine Lösung dafür. Wir sind mit diesem Widerspruch erstmal alleine. Ja? So, und das fand ich einerseits interessant und andererseits lässt es mich vollkommen unbefriedigt zurück. Ja? Ihr habt ja mit Immocracy oder mit verschiedenen Stücken auch Erfahrungen gemacht in außerhalb Berlins, außerhalb Deutschlands. Also gerade mit diesen auch wo es ums Eigentum geht und wo es dann so ins Antisemitische schwappt und wo man dann als Zuschauer schrauben kann, wie weit wird die, wie schlimm wird der Performer da vorne sozusagen ausfällig dann werden. Ja, das, worauf du ansprichst, das war in der Ukraine mit dem Stück Immocracy, wo tatsächlich hätten wir so gar nicht. Also hier in Deutschland war genau wenn diese Geschichte von diese Geschichten bei Immocracy werden erzählt, das ist so eine Regel in so einem pseudo-autobiografischen Stil, so als wäre einem das passiert. Und Bettina Gras, die Performerin, die diese Geschichte erzählt, fängt also an zu erzählen, ja, ich gehe da in so einen Immobilienladen rein und wollte mal gucken, was ich so für mein Geld kriege, und da kriege ich ja gerade mal 15 Quadratmeter dafür und so weiter. Und dann heißt es irgendwie, ja, die Israelis kaufen hier alles auf. Und dann, das ist so ein Punkt, wo es, also im deutschen Publikum wird es unangenehm. Und relativ schnell ist diese Geschichte hier in Deutschland, wenn wir sie hier gezeigt haben, vorbei gewesen. In der Ukraine ist die ellenlang geworden. Und sie war tatsächlich, es war wirklich so eine Art Provokation zu gucken, was jetzt eine Deutsche mit so einem, wie sie jetzt damit klarkommt, wie diese Geschichte da weitergeht. Also die Redezeit wurde verlängert. Und das, was ich vorhin meinte, also die, das ist, finde ich, ein spannender Punkt an dieser Arbeit, wenn ich nicht mehr weiß, auf welcher Ebene ich eigentlich entscheide. Also welche Themen, also auf einer thematischen Ebene, also ich als Zuschauerin, erhebe ich mich oder erhebe ich mich nicht, geht es um eine thematische Ebene, also um so eine Art ethische Frage, oder geht es um in diesem Fall, oder geht es um oder auch historische Frage, oder geht es um eine Spielebene? Also will ich hier was, weil es ist ja Theater, es ist ein Spielfeld, hier darf was passieren, was draußen nicht passiert, oder hier darf was, und das ist eigentlich bei all unseren Stücken die Idee, dass die ZuschauerInnen oder diese Gemeinschaft so eine Art Mikrogesellschaft ist, wie so ein kleiner Versuch, den man macht. Und viele ZuschauerInnen das auch annehmen als so ein Spielfeld und dann eben gucken, wie weit kann man denn das jetzt hier treiben? Das ist in anderen Ländern die Reaktion, je nach Thema natürlich, oder in anderen Kulturkreisen dann ganz anders. Oder bestimmte Themen sind einfach mehr relevant als bei uns und umgekehrt und treiben eher den Puls hoch als andere. In Dresden, ihr macht ja im Grunde das, was die AfD immer den linksversifften Kulturbetrieb vorwirft, nämlich die Macht der Institutionen zu nutzen, um gegen die AfD zu hetzen. Dieser ganze Abend ist voller AfD-Zitate. Also ich glaube, es wurde noch nie so viel AfD im Theater 1:1 wiedergegeben und wird wahrscheinlich auch nie wieder wiedergegeben wie an diesem Abend. Und wenn das Hetzen gegen die AfD ist, ihre eigenen Inhalte vorzustellen. Ja, ich glaube, neben mir saß, als ich da war, so ein AfD-Mann, guckte mich sogar böse an. Ich dachte, er tut mir was, als ich hinterher applaudiert habe. So. Jürgen Kuttner, ihr habt ja immer einen relativ lustvollen Zugriff, also auch Feminista-Baby, zu den, sagen wir mal, radikalen Thesen, die ihr manchmal sozusagen mit euren Stücken transportiert, ob das die Umsiedlerin eben ist, ob da eben Feminista-Baby, wo es diese Solanas-Manifesto ist. Ist das eine Lust an der Auseinandersetzung mit Showformaten, oder ist das sozusagen als Placebo fürs Publikum gedacht, oder... Das sind zwei verschiedene Geschichten. Das eine ist schon irgendwie eher so ein bisschen Geschichtsinteresse, also Innovation, Erneuerung, neu, wo ich dann irgendwie immer für Eralterung plädieren würde in gewisser Weise und einfach zu sagen, es gibt so viel Vergessenes, Gedachtes, also sowas,
dieser Feministerabend ist ja im Grunde aus dieser Unzufriedenheit über diese MeToo-Debatte, wie sie so im Feuilleton stand, entstanden. Und zu sagen, da hat man dann mit Valerie Solanas eine Frau, die nahezu vergessen ist, quasi, die immer im Schatten von Andy Warhol steht, die radikale Thesen hat, die dann irgendwie diese Geschlechterfrage auch mit dem Eigentumsfrage, Automation, mit einem irgendwie Utopismus verbindet und das in so einer lustvollen Radikalität, daraus entsteht das. Und dann finde ich natürlich diese Unterhaltungsformate, aber das ist wahrscheinlich meiner Natur geschuldet, irgendwie schon extrem interessant. Also eben auch so diesen, auch wenn man jetzt sagen wir Belehrung oder so, das ist mir auch nicht alle zu fern. Ich meine, diese Videoschnipselabende sind ja jetzt gewissermaßen auch sowohl Belehrung wie Verunsicherung oder wie immer man das nennen will. Finde ich diese, also im Grunde dieses Revue-Format, wo ich denke, das ist eigentlich auch eine Erfindung und bin traurig darüber, dass das so selten im Theater stattfindet, sondern dass das einfach so delegiert ist an tschechische Bustouristen, die dann im Friedrichstadtpalast sitzen und sich da irgendwas angucken, wo ich denke, das ist ja so ein offenes, kommunikatives, unterhaltsames Format, das man ja irgendwie auch mit ein bisschen Intelligenz auffüllen kann und dann irgendwas machen. Ich wollte noch eine Sache sagen, die jetzt nicht ganz zur Frage, aber vielleicht mit diesem Innovationsgedanken hier zusammenhängt, von dem ich ja, wie gesagt, nicht so ein großer Fan bin. Was mich immer wieder empört, ist in gewisser Weise doch diese Immobilität und, wenn man so will, Experimentierfeindlichkeit dieser hochsubventionierten Staats- und Stadttheater, die wir da haben. Weil wir jetzt über Lehrstücke haben, ist mir bloß so zufällig eingefallen, du kennst das ja auch, diese Idee von Bert Neumann, diese rollende Roadshow, also mit einem Theater quasi rausgehen, 4 LKW-Anhänger in so traurige Viertel wie Märkische Viertel oder Hohenschönhausen oder irgendwie hinzustellen und Sachen zu machen, die jetzt gar nicht so sehr politisch intendiert waren oder nur politisch intendiert waren, und sich so einem Publikum auszusetzen, also zum Publikum hinzugehen. Das ist das, was ich meinte, wenn man sagt, wenn ich im deutschen Theater auf der Bühne stehe, dann weiß ich, wer da hingeht. Und die, die da hingehen, wissen, wer ich bin, und dann bespiegelt man sich so und da passiert irgendwie nichts. Und da irgendwie rauszugehen, auch an irgendwie so triste, traurige Orte, wo nie ein Lidl-Parkplatz oder so hat, wo jetzt nicht irgendwie das klassische Theaterpublikum ist, das ist, finde ich, so eine Herausforderung. Oder eben auch diese ja durchaus einer Volksbühne von Piscator über Benno Besson bis hin zu Castorf, diese Spektakelformate, das sind ja, wenn man will, große Lehrstücke, in denen das Publikum sich anders beteiligt werden kann, wenn man es nicht so sagt, es ist jetzt nur ein bunter Abend mit 20 Mini-Aufführungen und dann geht man dahin und dann geht man dahin und dann geht man dahin. Das ist alles gleichzeitig zu viel überbordend. Das finde ich dann so interessant, der Geschichten. Und das wäre, finde ich, immer wieder eine Frage an diese dann doch irgendwie harten Theaterinstitutionen, die einem immer sagen, haben wir schon immer so gemacht und das haben wir noch nie so gemacht und da könnte ja jeder kommen. Das sind so die drei Standardantworten, wenn es um wenigstens Innovation, will ich gar nicht von reden, aber ein bisschen Experimentieren oder Öffnen dieser Institutionen ginge. Ja, Öffnen der Institution ist ein gutes Stichwort, um vielleicht das Gespräch... Lass mich noch einen Satz sagen. Einen Satz gerade noch, weil du nochmal das Stichwort... Erstens, letzter Punkt, völlig zugestimmt. Das Zweite, weil du nochmal belehren gesagt hast. Ich glaube, ein Publikum lässt sich, weiß nicht, ob in den 20er Jahren, aber heute lässt sich kein Publikum belehren. Das geht nicht raus. Also ich bin auch nicht so blöd zu unterstellen, dass ich es belehren könnte, dass ein Publikum da rausgeht und hinterher wie Vicky die Nase reibt und sagt, jetzt habe ich es verstanden. Sondern das, was man tun kann. Und deswegen plädiere ich auch oder bin ein Freund einer klaren Position. Man kann, nenn es Irritation, nenn es klaren Impuls ins Publikum hinein, aber etwas, was zu einer Auseinandersetzung zumindest veranlasst, wenn nicht gar zwingt. Und ich glaube, dafür ist eine klare Position durchaus sinnvoll, egal ob ich am Ende rausgehe und tatsächlich sage, jetzt habe ich was verstanden, oder rausgehe und sage, die haben ja völlige Meise, das sind ja linksgrün versiffte Arschlöcher. Das Lehrstück ist hochpartizipativ. Also. Ich wollte nur mal ganz kurz ergänzen, ich habe jetzt auch gar nichts gegen diesen aufklärerischen Gedanken im Theater. Also es war vielleicht vorhin etwas polemisch zugespitzt. Aber mir geht ein Satz von Gottfried Bendig, von dem ich aus dem Vincent-Videoausschnitt gezeigt habe, aus dem Gedanken, der, glaube ich, ein bisschen mit diesem Kunstanspruch von Theater irgendwie auch zu tun hat, trotzdem Kunst ja heute irgendwie in gewisser Weise auch ein Schimpfwort ist. Aber dieser Gedanke, wo er sagt, ein jedes Gedicht von Rang wird dunkel sein. Da kann man tagelang drüber nachdenken und erfährt doch nichts daraus. Also ich würde den Pessimismus von Ben nicht teilen, aber jetzt gewissermaßen etwas ist dunkel und man ist herausgefordert, da tagelang darüber nachzudenken. Das, finde ich, ist so ein Anspruch, den man irgendwie auch bei allem Aufklären oder irgendwie sowas auch nicht vergessen darf. Wollt ihr auch noch was sagen?
Das Publikum ist dran. Wer möchte was sagen, was fragen, was beitragen? Kommt gleich ein Mikrofon, das brauchen wir fürs Stream, dass man es auch hört. Ich habe eine Frage bezüglich der Vorbereitung der Darstellenden bei Ihnen. Ich habe gehört, also hier bei Nina, ja, es geht zum Beispiel darum, dass die Schauspielenden nicht mehr weiterreden dürfen oder länger spielen müssen. Gibt es noch andere Formate, dass das Volumen sich ändert oder dass gedoppelt wird oder dass die aus dem Publikum vielleicht den Spielenden oder die Spielende ersetzen dürfen, à la Boal, oder gibt es noch andere Formate? Und wie werden die Darstellenden dann vorbereitet? Das ist ja sicher improvisiert, der Text. Wie weit dürfen sie aus der Rolle fallen, weil sie in diesem Moment vielleicht eine andere Idee, eine innovative Eingebung haben? Wie weit studiert ihr das ein? Ist das so ein bisschen wie Theatersport oder ist es eben, ja, wie macht ihr das? Also in Bezug auf dieses Stück, Immocracy, also ich muss vielleicht vorweg sagen, wir haben keine, es sind keine klassischen Schauspieler oder wir könnten uns auch ersetzen. Also wir, man muss sagen, dass Lajos Talamonti und Bettina Kras, die gerade zu sehen waren, wirklich die begabtesten Erzähler wahrscheinlich bei uns sind. Aber es ist letztlich eine Art Erzählspiel und es ist nicht so, dass wir begreifen es auch nicht als eine Rolle, die sie die sie sich erarbeiten, sondern das ist im Prinzip in der Tradition des Performance-Theaters eine Art Aufgabe, die man sich gibt, dass man sagt, wir erzählen jetzt diese Geschichten in einer bestimmten Reihenfolge. Wie wir sie erzählen, wissen wir noch nicht. Das hängt dann vom Publikum ab. Wir wissen noch nicht, wie lange wir erzählen dürfen. Was wir gemeinsam erarbeitet haben in Proben mit Bettina und Lajos ist überhaupt den Stoff, also das, was wir erzählen wollen. Natürlich, wie wir ja, bestimmte rhetorische Mechanismen, also wie wir sozusagen das Publikum verführen können, ein linksliberales, kritisches Publikum verführen können, sich für etwas aufzustehen, wofür sie eigentlich sonst nicht aufstehen würden. Also sozusagen so eine Art rhetorische, populistische Verführungstheorien. Das ist das, was wir erprobt haben. Sie können jederzeit, es gibt, das kommt immer auf die Version an, es gibt eine Version, wo die Reihenfolge der Geschichten klar feststeht, weil hinterher noch ausgewählt wird, welche Geschichten also viele Klicks bekommen haben, also wo die Leute viel aufgestanden sind, das heißt besonders kontroverse Geschichten. Da stand dann die Reihenfolge der Geschichten fest, manchmal geht es auch durcheinander. Also wir sind da sehr, sehr frei. Bei anderen Stücken ist es so von wegen, also hier gibt es auch Variationen. Es gibt Variationen zum Beispiel, dass die Zuschauer können dann noch über bestimmte theatrale Effekte mitbestimmen, indem sie einen Daumen hoch machen oder runter. Lichteffekte, die dazukommen, Musikeffekte, die noch so ein bisschen so die ganze populistische Theatralität der einzelnen Geschichten untermauern. Aber in anderen Stücken ist es so, dass es fast gar keine PerformerInnen gibt. Also wir haben Stücke, wo nur Zuschauer was tun, wo es auch zum Beispiel nur eine Technologie gibt, mit der sie kommunizieren. Wir haben ein Heiner Müller-Stück gemacht, die Müller-Matrix, wo man mit Heiner Müller telefonieren kann. Also da ging es darum, also aus Interviewmaterialien Heiner Müller auf die Gegenwart, also dort nach Antworten auf die Gegenwart zu suchen und haben seine Stimmen, Interviewmaterial aus 30 Jahren, also seine Aussagen wild zusammengeschnipselt und ihn zu einer Figur, nämlich Herrn Müller zusammengebaut und man redet dann mit diesem Cyborg Müller am Telefon und kann dann wie in so einem Callcenter mit ihm kommunizieren. Also er gibt dann so eine Frage, wie möchtest du, stimmst du mir zu, dann wähl die 1. Oh, da schade, ich dachte, wir könnten uns ein bisschen streiten oder wollen wir eine Zigarrenpause machen, worüber möchtest du jetzt was, wollen wir über Feminismus reden, dann wähl die 2 oder über die Zukunft Europas, dann wähl die 3 und so weiter. Also da ist es so, dass wir gar keine Zuschauer, gar keine Darsteller haben an der Stelle, sondern ja. Der Heiner Müller-Bot, der sagt da zum Beispiel den schönen Satz, man muss irgendwann begreifen, dass nur die Kunstwerke, die technologisch auf der Höhe sind, politisch etwas bewirken. Das ist sozusagen, könnte auch ein Leitspruch für Theater und Netz sein. Das ist so. Gibt es sonst noch Fragen oder Beiträge von, möchten Sie noch etwas wissen, was loswerden? Die Chance ist jetzt. Aha, da hinten. Ja, hallo. Ich frage gewissermaßen an alle, inwiefern sich innerhalb dieser entwickelten Spiel- und Aufführungsformate sozusagen Publikumsreaktionen
kalkulieren lassen, ob das eine Frage von größtmöglicher Offenheit ist oder eine von größtmöglicher Vorweg, also Bestimmung, die man sich vorher genau damit auseinandersetzt und versucht zu überlegen, wie ein Publikum reagieren könnte. Ja, ich hätte dazu viel zu sagen, ich will es aber hier auch nicht. Ganz kurz, also die Frage von quasi, wie offen ist es tatsächlich, wie viel kann man vorkalkulieren? Es ist tatsächlich so, dass wir oft so multi-optionale, also die Stücke sind multi-optional. Manchmal ist es eine große Offenheit, manchmal ist es ein System, das ganz klar bestimmte Wege vorgibt. Da geht es dann zum Beispiel auch um solche Themen wie Multi-Optionalität, wann werde ich gelähmt dadurch, dass ich zu viele Optionen habe. Das war ein Stück zu diesem Thema Entscheidung, Entscheidungswahn und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, dass die Wege vorgegeben sind und man auch hier wieder auf eine hoffentlich Reflexion gestoßen wird von solchen scheinbar offenen Systemen. Also die Frage nach Offenheit und Geschlossenheit ist auf jeden Fall ein Thema. Wie man das erarbeitet, das hängt wirklich dann davon ab, wie viel Performance-Anteil es auch gibt oder ist es eher eine technische Sache. Aber es ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung, solche Systeme zu bauen. Es dauert auch sehr, sehr lange. Also wir proben oder arbeiten oder entwickeln sehr lange an solchen Sachen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir mitdenken. Wir haben eigentlich, und das ist uns immer wichtig für die Verweigerer oder diejenigen, die nicht mitmachen wollen, die sind immer Teil des Systems trotzdem. Die werden immer auch eingefangen. Also es gibt immer den Widerstandspfad oder es gibt die Zweifelkarte jetzt in unserem letzten Stück zum Thema Therapiegesellschaft, wo man so Psychoprofile bekommt. Es gibt immer so eine Art, man meint irgendwie draußen zu sein und ist trotzdem drin im System. Also wir kriegen sie alle. Also bei Oratorium ist es so, da ist der, geht raus. Da ist der Text im Prinzip vorgegeben, der gesprochen wird, der erscheint auf dem Bildschirm und kann mitgesprochen werden, muss aber nicht mitgesprochen werden. Und da ist natürlich schon immer, das ist auch so ein bisschen widersprüchlich, natürlich steckt da schon immer diese Ironie darüber drin, dass wir jetzt Texte lesen, die eigentlich nicht wir uns ausgedacht haben, sondern diejenigen, die die Performance erarbeitet haben. Und zum Beispiel gibt es, also es gibt immer so einzelne Gruppen und jede kann entscheiden, wofür sie sich, also ob sie zu dieser Gruppe zugehörig sind. Und es gibt zum Beispiel den Chor der Ostdeutschen und da steht dann, wir sind diejenigen, die gelernt haben, wie man Texte vorliest, die man sich nicht selbst ausgedacht hat. Also da steckt dann schon so diese Ironie darüber drin, dass wir eigentlich jetzt sozusagen eine Versuchsanordnung machen, aber uns die Texte nicht selbst ausdenken. Allerdings ist dann wieder sehr interessant, wie die Dynamik im Raum ist. Also wer fühlt sich zu einer Gruppe zugehörig und wer nicht? Also wer spricht bei den Erben mit und wer spricht bei denen mit, die quasi nichts haben? Also zum Beispiel der Chor der reichen Rentner und der Chor der armen RentnerInnen. Die armen RentnerInnen sind da nicht dabei. Jedenfalls im Hau nicht. Das kann aber an einem anderen Ort schon wieder völlig anders sein. Ja? Also, und das hängt natürlich auch immer davon ab, wie wird vorher gearbeitet. Also Ilja Papatheodorou hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel das Problem hatten, dass in München falsch gecastet wurde. Die hatten keine Reichen. Und das Stück kann man aber in München nicht spielen, wenn nicht ein paar Reiche dabei sind. Also es ist auch immer eine Frage der Vorbereitung und welche Leute machen eigentlich mit und welche Leute machen auch im Vorfeld mit. Also sind bei der Vorbereitungszeit dabei. Wer sind die Delegierten? Allerletzte Frage. Dann würde ich sagen, Bühne frei sozusagen für Master Tiki, das ist der Caterer, der hier uns das Mittagessen gemacht hat. Ich bedanke mich bei euch, war sehr interessant. Ich bedanke mich bei Ihnen. So.